Hey Leute, was geht? Schönen guten Abend, beziehungsweise schönen guten Tag, bei mir ist nur gerade Abend. Nachdem ich mich das letzte Mal ja scheinbar offiziell als schwul geoutet habe. Also geil. Ich meine, okay, das war überhaupt nicht zweideutig. Nein, wollte ich diesmal ein richtiges Hetero-Video machen. Und nein, ich drehe kein Porno, ich mache einfach ein Dr. Sommer-Video. Ah, und ich freue mich schon darauf, die Fragen sind diesmal wieder so. Ah, wirklich so. Deswegen ziehe ich auch wieder die Expertenbrille auf und starten wir einfach mal los. Malik, 16 Jahre. Hallo zusammen. Ich schlafe mit meiner Freundin jetzt schon bald 3 Jahre. Doch sie will beim Oralsex nicht schlucken. Das stresst mich. Als ich sie dazu zwingen wollte, habe ich ihr einen Zahn rausgeschlagen. Jetzt möchte sie Schluss machen. Darf sie das? Eine gute und berechtigte Frage, Malik. Ich meine, dürfte deine Freundin wirklich Schluss machen, obwohl du ihr nur einen Zahn rausgeschlagen hast? Hey, ja, ich habe zurzeit keine Freundin, aber ich kann mit absolut viel Erfahrung sagen, dass es vollkommen normal ist, seine Freundin total tot zu prügeln, nur weil sie nicht schlucken will. Von daher, absolutes Verständnis dafür. Ich verstehe auch nicht, warum sie Schluss gemacht hat. Jennifer, 15 Jahre. Vor kurzem habe ich bei meinem Freund zufällig zwischen die Beine gegriffen und dort spürte ich etwas Flaschenartiges und nun frage ich mich, ist mein Freund Alkoholiker? What the fuck? Wie geil ist das denn? Es steht hier, ich schwör's euch, ist mein Freund Alkoholiker? Leute, wenn das ernst gemeint ist, dann zweifle ich gerade verdammt an der Menschheit. Oh, jetzt kommt ein schöner Name. Fred Henning, 15 Jahre. Ich verwende ein Kondom mehrmals, wasche es auch aus und trockne es auf der Heizung. Wie oft kann ich es machen? Das ist eine gute Frage, Fred Henning. Das ist eine gute Frage. Christine, 17 Jahre. Lieber Dr. Sommer, mein Freund und ich hatten letztlich Oralverkehr und er ist in meinen Mund gekommen. Ich habe es sogar geschluckt. Oh, das wäre ja was für den anderen. Könnt ihr mal irgendwie vermitteln oder so. Nun habe ich Angst, dass ich schwanger sein könnte. Kann das Sperma bis in meine Gebärmutter geschwommen sein? Ich bitte um Hilfe. Ich stelle mir das gerade so vor. Ich bin schwanger. Und mal ganz abgesehen davon reicht es nicht, wenn das Sperma nur in der Gebärmutter ist. Es muss sich vorher in ein Ei pflanzen. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber fuck the logic, okay? Ja, kann alles sein, okay? Du bist durch den Mund schwanger geworden. Warum nicht? Philipp, 10. Philipp, 10 Jahre? Okay, 10 Jahre. Philipp, 10 Jahre, meinetwegen. Wie hole ich mir einen runter? Meine Freunde machen das die ganze Zeit in der Dusche und ich schaue ihnen dabei zu. Und will auch mitmachen, weiß aber nicht, wie das geht. Oh Gott! Oh Gott! Okay, das sind jetzt mal an der Stelle die Fakten. Philipp ist 10 Jahre alt und möchte wissen, wie man sich eine runterholt. Philipp weiß aber nicht, wie man sich eine runterholt. Um mehr Erfahrung zu sammeln, scheint er seine Freunde, die scheinbar gemeinsam in der Dusche masturbieren, zu. Philipp, was ist bei euch los? Ich meine das vollkommen ernst, Philipp. Das ist nicht normal. Ich habe jetzt viele Sorgenkinder bei Dr. Sommer gehabt, aber sowas Gestörtes habe ich noch nicht gehört. Lea, 16 Jahre, informiert sich. Hi, liebes Dr. Sommer-Team. Ich habe mir letztens einen Tischtennisball in meinen After geschoben und bekomme ihn nicht mehr heraus. Jetzt ist der ganze After verstopft und ich kann auch nicht mehr auf Toilette. Mein Magen tut auch weh, denn ich war jetzt seit zwei Wochen nicht mehr auf Toilette. What the fuck? Wie kann ich das wieder ändern? Ich habe aber Angst, zum Arzt zu gehen oder es meinen Eltern zu beichten. Schon mal vielen Dank im Voraus. Oh, das ist natürlich ungünstig. Alter, ist das geil. Einen verdammten Tischtennisball, okay, ja, alles klar. Okay, wenn wir jetzt mal gerade nicht davon ausgehen, dass all diese Fragen vollkommen ausgedacht sind. Ich stelle mir gerade so einen Ort vor, in dem es viele Probleme gibt. Es gibt Männer, die ihre Frauen verprügeln, weil sie nicht schlucken wollen. Es gibt 10-jährige Jungs, die onanieren, die nicht wissen, wie man onaniert und dabei ihren großen älteren Freunden beim Duschen zuguckt, die auch onanieren. Es gibt Kinder, die ihre Tampons über mehrere Tage in ihrer Piep lassen. Und es gibt Mädchen, die ihr Tischtennisball in ihr schieben. Ich frage mich gerade, was zur Hölle ist das? Und mir ist gerade eine richtig geile Idee für einen neuen Film gekommen. Okay, ich lasse es doch lieber. Tja Leute, das war's doch schon wieder mit dem Dr. Sommer-Video. Wenn es euch gefallen hat und ich würde mich echt drüber freuen, gebt einen Daumen nach oben, dann weiß ich, dass euch die Reihe gefällt, obwohl ich eigentlich schon weiß, dass euch die Reihe gefällt. Das war's auf jeden Fall, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.